Schon vor langem wieder voll. Hey Leute, und was geht? Wir planen so ein neues Video auf unserem Kanal. Dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Wir machen heute ein Theodorki. Wir machen heute ein Thomas Philips. Und ich ziehe jetzt schon mal die erste Sache. Ja, ich war bei Thomas Philips, ne? Wir haben überwiegend Halloween-Deko gekauft. Weil wir nämlich was vorhaben. Wir wollen nämlich eine Halloween-Party machen. Dafür brauchen wir ein Halloween-Buffet. Dann ja. Machen wir auch ein großes Halloween-Buffet. Und dafür haben wir heute schon mal ein bisschen was eingekauft. Ne? Ist ja nicht mehr so lange hin. Bis Halloween. So, Lauren. Dann zeig mal, was du da hast. Skill. Wir haben hier ein Skelett. Huh. Ich sag aber Skill. Ein Skelett gekauft. Wer sagt denn Skelett? Der kommt mit auf die Deko. Skelett. Tischdeko. So, weiter geht's. Als nächstes haben wir hier so eine süße kleine Spinne aus Lametta. Oha, die findet der Rocky, glaube ich, gut. Der kommt schon an. Ich mach gerade die Beine auseinander. Rocky? Ja, die ist auch süß, ne? Mhm. Eine Spinne. So, jetzt kommt aufs nächste. Spinne! Das. Leg, setz dich mal da hinten wieder hin. Das ist eine Halloween. Tischdecke. Ein Tischläufer. Was für Tischläufer? Tu mal über die Tischdecke drüber legen. Und du hast die Backmischung, ne? Ja. Das ist ja auch eine Backmischung für Muffins. Zitronenmuffins und eine Backmischung für Schokoladenmuffins. Genau. Schokoladenchips. Warst du auch bei Netto? So Cookie-Muffins. Ja, Cookie. Ja, der Stracciatella eigentlich, ne? Kaufe ich da immer ganz gerne. Poppets! Du hast zwei Poppets. Sind die für mich beide? Die sind beide für dich. Ich mag keine Poppets. Kannst du ja mal aufpacken. Kannst du noch gucken, ob die bloppen. Was hast du noch? Eine Backmischung. Regenbogenkuchen. Ja, genau. Ich bin auf. Dinosaurier. Und? Ach, die Tischdecke haben wir übrigens auch bei Thomas Philips gekauft. Mhm. Genau. Und poppen die? Ach, warum ist da was denn? Ja, jetzt gleich ist da nur noch Halloween-Deko. Krisinis. Ich wollte mal versuchen, da diese Zigaretten rauszumachen. Gucken, ob das was wird. Ach, das sind Krisinis. Das sind Krisinis. Genau. Dann haben wir. Halloween-Servietten. Eine Halloween-Lichterkette, oder? Mit Kürbissen. Oh, wie süß. Süß, ne? Warum habe ich die nicht gesehen? Die waren ganz oben. Dann haben wir noch einmal ein Halloween-Schnittset gekauft, weil ich habe noch mal zwei große Halloween-Kürbisse besorgt. Das ist aber ein Da wollen wir dann auch ein Video von machen, weil von den letzten Videos... Ah, das sind diese Formen, oder? Die haben wir bei Insta. Oha, da sind genau. Formen bei. Da sind andere Formen bei. Also Vorlagen bei. Ja, meine ich ja. Bei Insta haben wir jetzt schon gepostet, dass wir Kürbisse ausgeschnitzt haben, aber wir konnten kein Video machen, weil einfach zu viele andere Leute dabei waren, nämlich Freunde von uns. Und da haben wir nicht gefilmt, deswegen machen wir sowieso für die Party nochmal zwei ganz große. Die stellen wir dann auch rein. Und die machen wir aber auch erst kurz vor der Party, damit die noch schön frisch sind. So, jetzt haben wir hier Katze in den Sack. Hallo! What are you doing there? Ja, natürlich. Wer kennt denn nicht diese Sauersoße von Mackis? Wir haben die ganz groß, gell? Also ja, die und die Curry... Sag mal, und die Currysoße von Mackis. Genau, die schmeckt total gut. Aber jetzt ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob da noch was in der Tasche ist. So, eine Laron hat jetzt... Was sind das, Zoe? Wie nennt man das? Lampignons oder Girlanden. Und zwar zeig mir mal eine von vorne. Das sind so Halloween-Girlanden. Ich fand die süß. Mal gucken, wie die Aufgaben aussehen. Dann hast du was hast du jetzt da? Das ist so ein Haarreifen mit so einer Schere drin. Zeig mal von vorne. Das kann man da draufstecken, das ist für den Laron. Das ist für den Laron. Ganz begreift.
Das, du hast Acrocats. Du hast hier so ein. Ja. Wie nennt man das? Haarreifen, ne? Genau. Ja. Ein Spinnennetz. Ein Spinnennetz, genau. Mhm. Natürlich. Und nochmal so Bären. Für die Tischdeko, ne? Halloween. Für wen ist das? Für mich. Au! Oh. Du tust mir weh. Ich krieg das Brutale. Tja, wir wollten lieber das. Ständnisse. Ah, das habe ich geschenkt gekriegt von unserer Nachbarin. Ja, so eine Kerze, wo Shinebright draufsteht. Fand ich auch schön für den Tisch jetzt, aber nicht für Halloween, sondern ja. Allgemein. Ne? Ich fand die so schön. Dann haben wir einmal hier Lebkuchen. So, dann haben wir hier noch so. Ah ja, für den Geburtstag von Lange und grüne Servietten. Einmal hellgrüne Servietten. Der hat ja Minecraft-Motto. Dann haben wir noch hier ein paar Marshmallows und diese, wie heißen die? Schokoblätzchen. Mit diesen Zucker. Ja, die gibt es eigentlich Weihnachten immer in groß. Ich habe jetzt mal einen kleinen gekauft. Schokoblätzchen. Mit was? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Mit Nonparallel. Mit Nonparallele. Nonparallele. Weil die Oma, ich weiß auch nicht, was das heißt. Okay, hier wird gekuschelt. Kuschi. Akrokatze. Ich will spielen, ne? Willst du spielen? Möchte mein Feiner? Nein, der schmiert dir gleich ein paar. Ja, das war jetzt dann unsere Ausbeute. Aus dem Thomas Phillips. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben noch. Vergesst nicht, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Tschüss! Tschüss!